Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Primal. Heute am 21.09., ein Tag später als gestern, ja, um 9:30 in der Früh. Jo, warum heute im Hauptmenü? Weil wir letztes Mal ja diese automatische Speicherempfehlung bekommen haben. Und ich schätze mal, wenn ich das Spiel lade, kommt direkt eine Sequenz. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, begrüßen kann ich euch jetzt schon vorher einmal kurz. Weil wenn gleich ein Kampf kommt, werde ich dazu gleich dann wahrscheinlich keine Ressourcen im Gehirn frei haben, um euch dann zu begrüßen. Das möchte ich mir halt nicht nehmen lassen, ne? Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Jared hatten wir befreit, genau. Und irgendwas war jetzt. Ach, lassen wir uns überraschen. Habt ihr den Schlüssel? Ja, er war im Zimmer der Königin, wie ihr sagtet. Danke. Erlaubt mir vorzugehen, Hoheit. Wer weiß, was wir finden. Meine Mutter natürlich. Ich habe nichts zu befürchten. Tut mir leid, Jared. Muss es nicht. Ich brauche kein Mitleid, Freunde. Ich brauche Hilfe. Ich muss das Ding zerstören, das meine Mutter entehrt hat. Na klar, wir werden alles tun. Wir müssen zuerst den Betrüger entlarven. Wisst ihr, wie man den Zauber brechen kann? Ich weiß es leider nicht. Das Wesen hat die Gestalt meiner Mutter und ihre Leiche ist unverwest. Hier ist schwarze Magie am Werk. Die Gesänge, die ich hörte, kamen von hier. Feuer. Was? Der Spruch muss gebannt werden. Mit Verlaub, Hoheit, wir sollten die Leiche verbrennen. So soll es sein. Es ist vorbei. Was jetzt? Jetzt. Jetzt will ich meine Rache. Der Spruch ist gebannt. Doch ihr könnt euer Reich nicht mehr retten. Aber dir den Kopf abreißen. Oh nein, Sohn. Meine letzte Tat als Devena war, ihre treuesten Wachen hierher zu schicken, um dich, ihren gebrochenen Prinzen, zu töten. Mit diesem sterblichen Wurm und ihrem Steinmännchen. Der Tod. Sehr pünktlich. Nein! Sie betrügt euch! Ist sie jetzt auch dabei? Oder? Nein, ich möchte nicht mit dir. Warte mal, jetzt muss ich erstmal. Ah, okay. Moment. Vielleicht kann ich sie auch schon kaputt machen. Oh nein. Okay, das funktioniert leider nicht. Okay, gut. Ah, guck mal, jetzt macht die wieder ihre normalen Schläge. Cool. Das lag irgendwie am Controller, dass es gerade letztes Mal nicht funktioniert hat. Keine Ahnung. Hat sie mal ihren komischen anderen Move gemacht. Weil jetzt habe ich hier, der andere war ja gestern fast leer. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, nimm ich mal einen anderen, der nur ganz frisch aufgeladen ist. Besser ist das. So, der ist tot. Kaflums. So, weg. Okay, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt so schnell schon, dass es so schnell vorangeht, dass wir jetzt hier auch schon wirklich der Gestaltwandlerin oder dem Gestaltwandler, je nachdem, auch direkt begegnen. Aber so ganz clever scheint die Reise ja auch nicht zu sein, ne? Weil ich meine, guckt euch doch mal die Gestaltwandlerin an. Ne? Sie brennt und sie hat einen grünen Schimmer um sich herum. Was natürlich mein Fehler war, ist, die Leiche zu verbrennen. Weil dann hätten die wahrscheinlich gesehen, okay, es ist eigentlich gar nicht so, wie die Königin behauptet. Ach, scheiße, okay. Ab! Aber die haut gleich bestimmt sowieso noch ab.
Verletzt mich hier der Jared jetzt auch mit seinen Schlägen? Nee, ne? Stimmt nicht. So. Und das war's. So, die sind schon mal weg. Ach so, da sind die nächsten. Okay. Super. Komm her. Hau dir aufs Maul. Alter, der geht aber wirklich schnell kaputt. Oder die Waldfee? Das Interessante ist, der Controller, den ich rumgeschmissen habe, ne? Bei Crash Nitro 4. Der scheint ein bisschen besser zu funktionieren als der andere. Weil, gestern mit dem, das war mein uralter Controller. Mein allererster PlayStation 4 Controller. Und damit habe ich irgendwelche anderen Attacken gemacht, die ich gar nicht machen wollte. Die jetzt auch nicht schlecht waren, in keinster Weise. Aber ich weiß nicht, wie ich sie gemacht habe. Null Peilo. Jetzt macht sie nicht mehr. Ich rall das nicht. Es gibt bestimmt hier so ein Kampfsystem, aber ich habe es noch nicht verstanden. So, was ist jetzt? Oh, Alter, komm, noch mehr. Ich werd wahnsinnig. Ich seh nix. Kann der mal seinen fetten Körper mal aus dem Bild bewegen? Ich werde die ganze Zeit hier irgendwie gerade ein bisschen vergewaltigt, habe ich das Gefühl. So, dann hau ich jetzt halt so auf die Fresse. Okay. Ah, energietechnisch sieht es nicht so rosig aus, muss ich sagen. Es ging schon mal besser. Komm her. Aber der ist schon fast tot. Der ist tot. Der andere ist auch schon zur Hälfte weg. So. Cool. Fups. Achso, ist noch gar nicht tot. Okay, sind immer noch nicht tot. Jetzt aber. Komm, es reicht doch jetzt, oder? Halt! Hört auf damit! Mein König! Ruhe! Mein geliebter Junge. Schweig. Wachen. Zu den Waffen. Dient eurem König. Und nehmt diese lügende Hexe fest. Jared lebt. Meine Gebete wurden erhört. Ich habe versagt, Vater. Hätte sie mich nicht entführt, wäre... Du lagst in Ketten, Jared. Doch ich war mit Blindheit geschlagen. Ein königlicher Narr. Du musst immer wachsam bleiben. Kämpfe mit deinem Geist wie mit deinem Schwert. Und wisse, dass deine Eltern immer bei dir sind. Ich muss euch viel erzählen. Es blieb uns keine Wahl, als meine Mutter zu verbrennen. Genug. Das Thronfolgeritual musste schon viel zu lange warten. Da du wieder hier bist, kann das Reich wieder erstarken. Es bleibt nur eins. Fühlt ihr euch bereit, König Jared? Ich bin bereit. Mein Volk ist euch großen Dank schuldig. Ich werde dich nicht vergessen. Wer war das bei Belasur? Ich war zu weit weg, um es zu erkennen. Es hätte jeder sein können. Aber Belasur hast du erkannt, was? Natürlich, aber ihr Sterblichen seht doch alle gleich aus. Sterbliche? Wie, war es ein Mensch? Nicht unbedingt. Der Arm des Chaos ist lang und seine Dämonen vielfältig. Es, muss ein anderer von Abadons Dienern gewesen sein. Jetzt komm, wir müssen zurück zum Nexus.
Oh, Bonusmaterial freigeschaltet. Wie schön, wie schön. Jo, erstes Reich ist fertig. Oh mein Gott, ich habe eigentlich gedacht, wir hätten jetzt nochmal einen fetten Kampf gegen die Gestaltwandlerin. Aber okay, das hat der König Herne schon für uns erledigt. Und ja, mit einem tragischen Ende hat sie auch mit ihm ein Ende genommen. Aber war ja abzusehen. Ich meine, der Sohn ist wieder da, ne? Das ist nun mal die Kultur der Pfarrei. Ja, ne? Was soll man machen? Du verheimlichst mir was. Wir haben keine Zeit. Abadons Kräfte marschieren schon auf. Abaddon, Arella, na und? Das hat doch alles gar nichts mit mir zu tun, Skree. Ich will nur meinen Freund finden und heimgehen. Skree ist nicht dein Feind, Jennifer. Er soll dich führen und beschützen. Bist du Arella? Schmetterlinge? Das hätte ich nicht erwartet. Ich bin überall und nehme viele Formen an. Ich verstehe, wie du dich fühlst, aber du musst wissen, dass wir die gleichen Ziele haben. Glaube ich kaum. Es ist wahr, ich möchte auch, dass du sicher wieder nach Hause kommst, aber vorher... Warum ziehst du mich dann in deinen Revierkrieg mit Abaddon hinein? Ich halte das für ein persönliches Problem. Für deins. Jennifer, wenn Abaddon sich durchsetzt, gibt es kein Mortales mehr, in das du zurück könntest. Zumindest nicht das, das du kennst. Seit Ewigkeiten leben er und ich im Nexus und halten uns gegenseitig im Gleichgewicht, sodass alles gedeihen kann. Ohne ihn gibt es weder Neuerung noch Zerfall. Das Leben stünde überall still. Doch ohne mich würde alles im Strudel des Chaos versinken. Die Harmonie braucht beide Seiten. Dunkelheit und Licht. Chaos und Ordnung. Einheit im Gleichgewicht. Doch Abaddon ist vom Machthunger besessen. Er will mich vernichten, meinen Einfluss zerstören, ungeachtet der Folgen. Er wird nicht ruhen, bis er alle Reiche, auch das deine, verdorben hat. Und er die einzige Urkraft ist. Das bringt mich völlig durcheinander. Ich bin nur eine Kellnerin. Wäre es nicht besser, ihr sucht euch irgendeinen Superhelden? Du hast doch gesehen, welche Macht in dir steckt. Einmal geweckt, wird sie weiter wachsen. Deine Rolle wurde festgelegt, als du noch ein Kleinkind warst. Reise nach Aquis. Du wirst sehen, welchen Schaden Abaddons Wahnsinn dort anrichtet. Na gut. Na gut. Ich mach's. Führe sie weiter, treuer Abdisur. Sie braucht deine Kraft, wenn ihr ganzes Wesen sich offenbart. Sie ist unbezähmbar. Doch ich glaube, ihr Herz ist gut. Gut, nächstes Ziel ist jetzt bekannt. Ich glaube, Aquis, das könnte auch das Level sein, wovon ich letztes Mal gesprochen hatte, was ich noch so ein bisschen aus den Spielezeitschriften kenne. Also zumindest von Bildern her. Weil das klingt sehr nach Wasser. Mhm. Oh mein Gott, das wird lustig. Aber super interessant, weil ich spiele ja momentan Anima? Gate of Memories, glaube ich, heißt das Spiel für PlayStation 4. Und das ist super ähnlich aufgebaut, genauso wie das Spiel hier. Okay, hier ist jetzt... Nee, ein Leuchten ist noch nicht weg, okay. Ich schätze mal, ich muss zum hellen Blau, ne? Wegen Wasser und so. Mal kurz schauen. Ah, okay, das ist das Zeichen der Pfarrei. Und das ist das Zeichen von Aquis. Ja, Tritons Dreizack könnte auch dazu passen. Das ist ein Pfeil. Und das hinten ist irgendwas. Keine Ahnung. Wobei das Symbol da hinten, der kommt mir sogar ein bisschen bekannt vor. Ich will nur mal was checken. Ja, okay, ich habe meine Superkräfte noch, das ist gut. Das heißt, im Kampf kann ich immer noch auf die Kräfte zurückgreifen. Jetzt ist nur die große Preisfrage, ne? Oh, ich bin fast tot. Moment. Kommst du nochmal zurück, bitte? Hau mich nicht ab! Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich kann jetzt im Nexus nicht auf ihn wechseln. Nein! War doch alles richtig. Ich wollte doch gar nicht mich zurückverwandeln. Ach, dann leg mich doch am Arsch, echt. Guten Tag. Ja, aber es ist echt ähnlich aufgebaut. Da haben wir auch so eine Overworld, eine allgemeine.
Und dann auch verschiedene Welten, die wir nach und nach freischalten. Um halt dort dann auch, gut, jetzt nicht das Chaos und das, die Ordnung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Da hat er andere Gründe. Aber ist eigentlich wirklich gar nicht so scheiße, wie ich am Anfang dachte eigentlich. Also das ist Anima, meine ich. So. Und das nächste Portal. Ich bin auf jeden Fall froh, ein bisschen was anderes zu sehen. Ich hoffe mal, das ist jetzt ein bisschen freundlicher, ein bisschen heller alles. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Bin ich mal gespannt. Aber gut, wenn es hier um Schwimmen geht, ne? Unterwasserlevel. Heieiei. Ja, das ist doch schon viel besser. Es ist wunderschön, Scree. Gefällt dir besser als Solum, was? Du sagst es. Und der Sonnenuntergang. Wow. Der Himmel ist hier immer golden. Na schön, den Prospekt schreiben wir später. Es gibt was zu tun. Stimmt, genau. Gehen wir. Wir müssen ins Wasser. Du meinst, wir müssen ins Natürlich. Wasser? Aha. Da ist noch was, Kree. Die Dame ist Nichtschwimmerin. Nichtschwimmerin? Oh, und du kannst es, nehme ich an. Du Steinklumpen. Ich muss nicht schwimmen, wozu auch. Ich lass mich sinken und laufe am Boden. Na, das will ich sehen. Aquis ist ein Unterwasserreich, Jen. Ich hatte nur gehofft. Ich dachte, ihr Sterblichen... Tja, die Stadt, aus der ich bin, ist kein Unterwasserreich, kapiert? Klar, die meisten Eltern haben ihren Kindern Schwimmen beigebracht. Manche durften sogar reiten. Pfadfinder, Stepptanz. Aber ich habe keine Zusatzqualifikationen. Okay? Na gut, tut mir leid. Was ist das für ein Geräusch? Ich weiß nicht genau, aber es scheint mitten aus der Lagune zu kommen, oder nicht? Ich glaub schon. Weißt du, die Undine sind ein sehr kultiviertes Volk. Meeresbewohner, intelligent. Treue Verbündete Arelas. Wie du sagst. Intelligent. Und sie sollen äußerst erfinderisch sein. In Aquis kann man natürlich nicht ganz ohne weiteres überleben. Wie du wohl siehst, weiß ich nicht alles über dieses Reich. Tja, vielleicht sollte ich ein wenig erkunden und dann berichten. Klar. Ich setz mich hier hin und sonne mich ein bisschen. Viel Glück, Rocky. Sinken und laufen. Wann wird das wohl olympische Disziplin? Tempellagune. So, ich muss wahrscheinlich erstmal irgendwas finden, um Jen irgendwie rüberzukriegen. Das sind aber natürlich auch riesige Bereiche, ne? Ui! Okay, ich darf einfach runterspringen, das ist gut. So. Auch wenn wir hier unter Wasser sind und natürlich nicht so viel Licht haben, es sieht hier trotzdem freundlicher aus als diese graue Gebäude- und Steinlandschaften von Solum. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich jetzt hin? Ich folge jetzt erstmal dem Pfad einfach mal. Ich versuche jetzt auch nirgendwo hochzuklettern oder sonst irgendwas. Gehen wir mal da lang vielleicht. Ja, ich glaube, hier bin ich gar nicht so verkehrt. Aber okay, hier natürlich... Alter, wenn ich hier natürlich auch Tarotkarten und sowas finden kann. Das kann natürlich dann ein bisschen spannender werden. Es ist nur die Frage wirklich, kann ich mit der Jen hinterher dann auch schwimmen? Oder geht es wirklich nur darum, dass ich dann auch auf dem Boden langlaufen kann, wie jetzt hier mit Scree? Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. Hier kann ich klettern. Jupp. Das sah zu prädestiniert dafür aus, als wenn ich da nicht klettern könnte. Ah, guck mal, ein Kraftstein. Das ist der 11. jetzt, glaube ich, ne? Oder was ist das für ein Strudel? Ach so, okay, der bringt mich einfach nur wieder nach oben. Okay, das ist ja nett. Okay, alles klar. Nö, damit kann ich leben. So, genau, da war die Kletterpassage. Hoch, 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 hoch. Der Strudel ist stark. Wenn er andersrum liefe, könnte er mich nach oben tragen. Du kannst aber auch einfach klettern, oder? Jo. Das ist wirklich die Frage. Kannst du auch um die Ecken klettern? Das wäre gar nicht so uninteressant. Weil ich habe da ja... Irgendwo habe ich da was gesehen. Da.
Ja, kann er, tatsächlich. Hervorragend. Das ist gut, das heißt, ich komme theoretisch überall hin. Perfekto. Komm, komm. Ja, danke. Ich muss erstmal mich orientieren. Einen Moment. So. Gut. Benutze den linken und drücke ihn nach rechts. Was? Den linken L und drücke ihn nach rechts, um das Rad in die gewählte Richtung zu bewegen. Ich weiß nicht, wohin. Was soll ich tun? Ich hab's nicht... Okay, ja, ja. War bestimmt richtig, ne? Warum machst du das so komisch? Was ist los mit dir? Sorry, ich verstehe es wirklich gerade nicht so genau. Passiert da jetzt was, oder... Hä? Was soll ich hier tun? Ich muss doch eigentlich das Ding nur nach rechts drehen, oder nicht? Ich frage mich nur, warum das immer so doof macht. So etappenweise. Und auch nicht so genau, so wirklich, wie ich es eigentlich gerne hätte. Sorry, ich verstehe es nicht. Jetzt drücke ich die ganze Zeit einfach nur nach rechts. Total dumm. Ah, okay. Ich glaube, der Strudel dreht sich jetzt um. Oder der ist einfach weg. Das kann natürlich auch sein. Gut, das war jetzt vielleicht nicht... Ah, doch! Okay, ich schätze mal, jetzt komme ich noch um. Okay. Das war jetzt schon mal eine harte Challenge für mich. Eine Kurbel drehen. So. Jetzt nur die große Preisfrage. Was kann ich denn hier noch? Nichts, okay. Ach, da gibt es nur eine Etage extra. Okay. Ich dachte, da gäbe es viel mehr. Nö, dann ist gut. Dann kann ich jetzt beruhigt in den Strudel. In den Strudel. Genau. In den Strudel. In den Strudel schreiten.